Like und abonniere in den nächsten 2,5412 Sekunden und du wirst der Erste sein, der den Galactus besiegt. Und Leute, falls ihr auch was aus dem Itemshop bekommen wollt, wie zum Beispiel Skins oder Tänze oder anderes aus dem Itemshop, dann könnt ihr einfach meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, mein Video liken, also dieses Video liken und dann natürlich euch euren Epic Games Namen in die Kommentare schreiben, damit ich euch natürlich adden kann und euch etwas schenken kann. Heißt, wenn ihr irgendwas geschenkt haben wollt, dann müsst ihr einfach das machen. Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Psyche. Heute zeige ich euch die krassesten Informationen über das Galactus Event und über die neuesten Dinge, wie zum Beispiel wie ihr den Shadow Meters spielen könnt und wie ihr zum Beispiel, wenn der Spider-Man-Boss kommt und halt alle Informationen zu dem Galactus Event, heißt auch, was dort passieren wird, etc. Ja, Leute, also bleibt bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst von diesen krassen Informationen. Und übrigens kriegt ihr XP, wenn ihr diese Dinge, die man aufsammeln kann mit F, gemeinsam mit. Na egal, das ist ein anderes Thema. Und zwar, Leute, und zwar werde ich euch heute die krassesten Informationen zeigen. Und dieses Mal spiele ich auch live. Heißt, ich werde nicht einfach nur nachkommentieren, sondern dieses Mal spiele ich live, weil in den letzten Videos kommentiere ich meistens nur nach. Aber das ist auch wieder was anderes. Und zwar, Leute, wenn ich euch irgendwas spoilern werde, also was zum Beispiel in einem Live-Event oder so passiert, dann werde ich das auch markieren. Mal sehen, Leute. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann könnt ihr einfach wo Spoiler steht, dieses Part einfach überspringen. Und ja. Perfekt. Und okay, wir müssen jetzt auch in die Zone gehen. Naja, egal. Auf jeden Fall, und Leute, zuerst werde ich euch zeigen, wie ihr den Shadow Meters tatsächlich spielen könnt. Und zwar, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, denn man braucht erstmal ein bestimmtes Level. Und zwar, ich glaube, Level 80 im Battle Pass und ich bin leider Level 73. Denn Leute, wenn ihr im Battle Pass Level 80 seid, dann kriegt ihr tatsächlich einen Emote, mit dem ihr euch in den Charakter verwandeln könnt, den ihr davor getötet habt. Heißt, Leute, wenn ihr zum Beispiel einen Spieler killt, dann und ihr diesen Emote macht und ihr braucht auch noch dieser Skin zu sein, ihr müsst auch noch dieser Skin sein, dann wird ihr tatsächlich zu diesem Charakter entwickelt. Und genau das geht eben bei dem Shadow Meters auch. Heißt, ihr könnt einfach den Shadow Meters Skin, den Shadow Meters Boss, könnt ihr einfach töten und diesen Emote machen und dann werdet ihr tatsächlich zum Shadow Meters. Heißt, Leute, das ist eine Methode, wie ihr einfach den Shadow Meters dann spielen könnt. Und es funktioniert auch wirklich, also es ist kein Fake, den ich hier erzähle, Leute. Ihr könnt es selber auch ausprobieren, was ihr wahrscheinlich, weil ihr seid wahrscheinlich Level 80. Denn ich glaube, die meisten Spieler sind jetzt, die den Battle Pass auch haben, sehen jetzt auch Level 80. Ich leider nicht, weil ich spiele leider nicht so viel. Letzte Zeit habe ich nicht so viel gespielt, aber ich bin auch bald Level 80. Naja. Und ja. Und Leute, ich werde jetzt noch erwähnen, ja, wegen dem Spider-Man-Event werde ich auch noch im Video erwähnen. Und zwar, Leute, der Spider-Man-Event, nein, nicht Spider-Man-Event, Leute, Spider-Man-Skin, ob der ins Item-Shop kommt. Denn er wird nicht ins Item-Shop kommen, in den Item-Shop kommen, denn jeder, also der Spider-Man-Skin würde wahrscheinlich dann 2000 V-Bucks kosten. Aber, Leute, die anderen Skins, also die anderen Marvel-Skins haben eben nur 1000 V-Bucks gekostet, denn wegen dem Battle Pass und so. Die waren nämlich im Battle Pass. Oder man musste sie halt killen und so. Und deshalb wird es wahrscheinlich nicht in den Item-Shop kommen. Heißt, es wird irgendeine Challenge oder so geben. Denn nach dem Fortnite-März wird es dann wieder mit dem Marvel-Theme wieder weitergehen. Heißt, seid gehypt auf die zukünftigen Dinge, denn dann wird natürlich auch der Galactus-Event kommen. Und dieses Galactus-Event. Und im Galactus-Event wird es eben zwei verschiedene Dinge. Also es gibt ja diese Live-Events, wo man zum Beispiel einfach nur zuguckt und es einfach genießt so, einfach Spaß habt. Und dann gibt es auch noch die Live-Events, wo man mitmachen kann. Und wir wissen nicht genau, was es für ein Live-Event wird, aber ich kann euch versichern, dass es ein sehr krasses Live-Event ist. Und dort hinten ist ein Gegner. Heißt, es wird wahrscheinlich ein Live-Event sein, wo man wo man eben mitmachen kann und irgendwas, und zwar irgendwie interagieren kann. Und Leute, wir looten jetzt noch diese Chest.
Und ja, das nehmen wir, glaube ich, mit. Und Leute, was glaubt ihr? Werde ich heute den Win holen? Naja, egal. Ich hoffe, das wird der. Also, das ist gerade meine First-Try-Runde. Heißt meine allererste Runde. Und wenn ich heute den Win holen würde, dann wäre das wirklich was Besonderes. Naja, Leute. Ihr könnt auch das Video liken. Und Leute, übrigens verschenke ich jeden Tag Skins. Und Leute, wir werden jetzt noch diesen Gegner kennen. Ich glaube aber auch, dass es ein Bot ist. Ja, das ist nämlich ein Bot. Perfekt, den haben wir geholt. Denn Leute, die erste Runde, die ihr immer spielt, ist nämlich eine Bot-Lobby. Also falls ihr denkt, ja, ihr seid voll krass, weil ihr jetzt die erste Runde gewonnen habt. Nein, Leute, die erste Runde ist immer eine Bot-Lobby. Ja. Ich werde lieber den Besen mitnehmen, als das hier. Ah, ich könnte mich erstmal hochheilen. Aber ja, Leute. Jetzt werden wir noch über andere Dinge reden. Und zwar ja, das Galactus Live Event wird wahrscheinlich, dass wir irgendwie interagieren können. Denn die bisherigen krassen Live Events, da konnten wir auch interagieren und haben nicht einfach nur zugeguckt. Wie zum Beispiel das Live Event, wo wir entscheiden können, ob die Drum Gun wieder reinkommt, also das Trommelgewehr, ob das wieder reinkommt oder ein paar andere OG-Waffen, die eben früher im Game waren. Heißt, es könnte sogar sein, dass Tilted Towers zurückkommt und wir entscheiden können, ob es zurückkommt oder ob es nicht zurückkommt. Heißt, bleibt auf jeden Fall gehypt dafür. Okay, dort ist ein Gegner. Ich glaube, wir pushen den mal. Oh, der hat mich schon hart gelasert. Oh, das war ein nicer Hit. Ich glaube aber, ich werde verlieren, denn er ist im Highground. Oh, ich glaube, Leute, ich hau ab, Leute. Oder nee, ich werde ihn jetzt. Oh, er hat sich hochgeheilt, Leute. Okay. Er heilt sich, das wollen wir natürlich nicht. Oha, Leute. Wir sind so low. Ich hau ab. Tschüss, bedingungslos. Hier schnell. Zack. Und okay. Okay, gut, gut, gut. Hoffentlich hittet er uns nicht. Okay, wichtig. Nein! Okay, aber wir werden jetzt trotzdem als Geist kommen und hoffentlich als Geist gewinnen. Ich werde mich jetzt nicht mit ihm anlegen, denn der ist anscheinend ziemlich gut. Und der Laser ziemlich gut in der Luft. Heißt, Leute, wir gehen jetzt einfach ein bisschen weg. Aber nach dem Halloween-Event tatsächlich werden die ganzen anderen Events kommen. Und das Halloween-Event wird morgen, also für euch aus gesehen, weil heute ist Montag, also morgen am Dienstag wird eben das Halloween-Event um 3 Uhr, genau um 3 Uhr, also um 3 am, ich weiß nicht genau, ja, um 3 Uhr, Leute, wird es eben weggehen. Heißt, dann werden die ganzen Halloween-Dinge nicht mehr da sein. Und tatsächlich wird dann wieder die Marvel-Season weitergehen. Also das Ende der Marvel-Season. Und dann wird auch schon Season 5 kommen. Heißt, es ist noch gar nicht. Es ist gar nicht mehr so weit weg. Also Season 5. Okay. Und jetzt, es leben 16 Gäste und 8 Spieler. Okay, das ist schon krass. Ja, Leute, und das Spider-Man-Skin, der wird wahrscheinlich. Ja, der wird wahrscheinlich mit irgendeiner Quest verfügbar sein. Und Leute, der Shadow Meter Skin ist ja jetzt schon verfügbar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man ihn irgendwie kaufen kann oder so. Also den Shadow Meter Skin, weil der ist ja ein Boss. Also nicht, dass er ein Boss ist, aber. Oder ist eine Truhe? Weil, Leute, es gibt ja jetzt schon Wege, wie man den bekommen kann. Und zwar eben mit diesem Tanz. Und der kam ja jetzt noch nicht rein. Also warum sollten die ihn nachträglich reinmachen? Da müsste ja noch irgendwas krass passieren. Vielleicht ist ja auch ta was? Vielleicht ist es ja auch Teil des Events,
dass man eben Shadow Midas werden kann. Und als Shadow Midas dann gegen Galactus kämpfen kann. Denn anscheinend werden ja. Also es werden auch alle Superheroes gegen Galactus kämpfen. Heißt, Leute. Eben jeder wird dann zu einem Superhero. Und es wird vielleicht sogar einen extra Modus dafür geben, das weiß ich nicht genau. Jeder wird zum Superhero. Und dann, Leute, wird jeder gegen ihn nämlich kämpfen. Und hier blende ich euch ein, wie es ungefähr aussehen könnte. Also diesmal mit, das ist hier mit Waffe. Mit einer Waffe, aber nicht mit Superhero, mit Superhero-Dingen, wie zum Beispiel das hier. Hier zum Beispiel von Iron Man. Oh, ich will mich eigentlich nicht anlegen mit ihm. Aber er scheint doch ein Bot zu sein. Oh, das tut weh. Schnell weg. Aber ich fand es ziemlich cool tatsächlich. Also die Fortnite Mass, das Fortnite Mass Event fand ich ziemlich cool. Also ich würde doch lieber, dass es weiterhin so bleibt. Ich weiß nicht, warum sich so viele Leute wegen den Geistern beschwert haben. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass man eine zweite Chance hat, nachdem man gestorben ist. Aber naja, viele Influencer haben sich, naja, viele YouTuber haben sich halt beschwert wegen den, also viele Fortnite-YouTuber haben sich halt beschwert wegen diesen Geistern. Aber ich find's ziemlich nice. Und ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch auf diesen Gegner. Er gibt mir einen One-Pump. Okay, das macht jetzt auch eigentlich gar nichts, denn wir sind jetzt in der Lobby. Und übrigens, wenn ihr mir in Fortnite was schenkt, dann werde ich euch Shoutout an. Und ihr seid jetzt auch am Ende des Videos angelangt. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr hier bis hier geguckt habt, was tatsächlich die seltenste machen. Ich glaube, ihr seid Teil der 10%, die dieses Video bis zum Ende gucken. Herzlichen Glückwunsch, schreibt Hashtag Ende in die Kommentare, falls ihr bis jetzt geguckt habt. Und ja, das war's jetzt aber auch mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.